Es war und ist, meine ich, die beste Produktion in der Ära von David Bountney. Sie war künstlerisch, im Szenischen wie im Musikalischen, der Besetzung erstklassig rezipiert, sowohl von der professionellen Kritik als auch vom Publikum. Wie hält sich das im nächsten Jahr? Weil das ist natürlich eine große, nochmals, Welle, die wir da durchschreiten müssen, dass auch das zweite Jahr Chenier vielleicht sogar mit einer günstigeren Wettersituation ein besseres Ergebnis bringt. Aber in Summe denke ich, und wir haben auch gerade gemeinsam im Stiftungsvorstand und in der Geschäftsleitung resümiert, dürfen wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein, wenngleich uns das sehr stutzig macht, dass das Nachfrageverhalten sehr, sehr ungewöhnlich geworden ist. Die Leute wissen exakt, welche Wettersituation ist, die Vorbuchungen stoppen sofort. Das heißt, alles, was sie nicht vor der Saison verkauft haben, ist sehr, sehr fragil. Und es hat Tage gegeben, wo wir haben noch nie einen Tag gehabt in der Geschichte der Festspiele, wie am so und so vielten in diesem Sommer, wo so viele Karten verkauft wurden an einem Tag, dass das Kartenbüro es eigentlich kaum mehr geschafft hat. Thank you.